Möchte man eine fertige Formel bezüglich natürlicher Zahlen beweisen, so kann man wie folgt vorgehen. Man beweist zuerst, dass die Formel stimmt für n gleich 1. Dann beweist man, wenn die Formel stimmt für eine beliebige natürliche Zahl k, dann muss sie automatisch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl k plus 1. Und somit hat man dann bewiesen, dass die Formel stimmt für alle natürlichen Zahlen. Warum? Weil man ja bewiesen hat, dass die Formel stimmt für 1 und man bewiesen hat, dann muss die Formel auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 2. Also stimmt die Formel für 2. Dann muss sie auch stimmen für die darauffolgende natürliche Zahl, also für 3. Also stimmt die Formel für 3, dann muss sie auch für 4 stimmen. Und da sie für 4 stimmt, muss sie auch für 5 stimmen. Und dann für 6, für 7 und für alle darauffolgenden natürlichen Zahlen. Dieses Beweisverfahren kann man schön vergleichen mit aufgestellten Dominosteinen. Zuerst beweist man, dass der erste Stein umfällt. Dann beweist man, wenn der Stein mit beliebiger Nummer k umfällt, dann muss der nächste Stein mit Nummer k plus 1 ebenfalls umfallen. Und somit hat man dann bewiesen, dass alle Steine umfallen werden. Wieso? Weil der erste ja umfällt, muss der darauffolgende umfallen, also fällt der zweite Stein um. Dann muss aber der darauffolgende ebenfalls umfallen, also fällt der dritte Stein um, also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte. Und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Zuerst schreiben wir diese Formel etwas anders. Der erste Term dieser Summe, das ist, wenn j gleich 1 ist, der Term ist 1 geteilt durch 1 mal 1 plus 1, das heißt, 1 geteilt durch 1 mal 2. Im zweiten Term ist j gleich 2. Der zweite Term ist also 1 geteilt durch 2 mal 2 plus 1, das heißt 1 geteilt durch 2 mal 3. Und immer so weiter bis zum letzten Term, in dem j gleich n ist. Und dieser letzte Term ist also 1 geteilt durch n mal n plus 1. So. Und diese Summe ist gleich zu diesem Bruch n geteilt durch n plus 1. Wir werden diese Formel zuerst beweisen für n gleich 1. Das heißt, links vom Ist-Zeichen reduziert diese Summe sich auf den ersten Term. J geht ja von 1 bis 1 und dieser erste Term ist gleich zu diesem Bruch. Und rechts vom Ist-Zeichen erhalten wir den Bruch, indem wir n durch 1 ersetzen. Also 1 geteilt durch 1 plus 1. Und diese Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn ein halbes gleich ist zu ein halbes. Und das ist ja offensichtlich. Also ist diese Gleichheit bewiesen. Die Formel ist bewiesen für n gleich 1. Jetzt nehmen wir an, dass die Formel stimmt für eine natürliche Zahl k. Das heißt, wir schreiben diese Formel ab, indem wir n da, da, da und da durch k ersetzen, ist gemacht. Und anhand dieser Induktionsannahme werden wir beweisen, dass die Formel auch stimmt, wenn n gleich k plus 1 ist. Das heißt, diese Summe bis zum letzten Term, wo n gleich k plus 1 ist, ist genau dasselbe wie dieser Bruch. Das ist der Bruch, den man erhält, indem man n da und da durch k plus 1 ersetzt. Um zu beweisen, dass diese Summe gleich zu diesem Bruch ist, betrachten wir diese Summe als Summe dieser k ersten Termen plus dieser letzte Term. Und die Summe von diesen k Termen kann durch die Induktionshypothese ersetzt werden durch k geteilt durch k plus 1, also so. Die Summe von da bis da ist gleich zu diesem Bruch,
Und den letzten Term haben wir abgeschrieben. K plus 1 plus 1, das macht K plus 2. Wir werden jetzt diese zwei Brüche gleichnamig machen, indem wir in diesem Bruch Nenner und Zähler mit K plus 2 multiplizieren. Machen wir das, ist gemacht. Und jetzt verteilen wir dieses K, somit erhalten wir K im Quadrat plus 2K plus 1, also so. Aber dieses Trinom, das ist ganz genau das Quadrat von K plus 1. Und jetzt können wir noch durch K plus 1 kürzen und dann bleibt letztendlich der Bruch K plus 1 geteilt durch K plus 2. Und diese 2 können wir umschreiben in diese Form 1 plus 1. Und somit haben wir effektiv den Bruch gefunden, den wir finden sollten, was den Beweis dieser Formel für jede beliebige natürliche Zahl n abschließt.